War, wie, was ist mit dir, hä? Wer bist du? Du. Ah, komm, pass auf. Aber, oh, Mist. Oh. Die macht die mal ganz schön fertig. Jetzt macht die fertig. Lass mich schon hier bei uns an der Oma fertig machen hier. Spitze wohl. Aber eine coole Schürze hat sie um. Eine coole Schürze hat sie um. So, 7300 PC-Data haben wir schon. Das sieht doch erstmal gar nicht so schlecht aus. So, Reload. Und werf mal ganz kurz einen Blick auf die Karte. Nee, okay. Und ich denke auch, dass wir hier jetzt keine aktive Schatzkarte mehr haben. Oh, ist aber finster hier. Schau mal, hat mir nicht vorne eine Taschenlampe? Ich kann fragen, kannst du nicht irgendwie einen rausholen? Nee, ne? Nee. Nee. Oder vielleicht ein bisschen Kräuter essen oder so? Deine Lebensanzeige ist nicht mehr so ganz so fit. Kräuter essen? Nö, da esse ich doch erstmal, pell mir erstmal ein Ei. Oh, oder so. Das ist bescheuert. So, warte mal. Als nächstes. Jetzt mal ein bisschen Inventory schonend hier. Benutzen. Ich hätte jetzt so ein braunes Ei essen können, aber damit warte ich noch. Bringen die unterschiedlich, regenerieren die unterschiedlich? Ja, ja, braune Eier bringen die mehr. Ich habe sogar noch goldene Eier. Okay. Die geben dir ein komplettes Leben wieder. Und das Schöne ist, du hast halt auch einfach nur... Ah, die Fledermäuse bringen dir, glaube ich, nichts irgendwie. Du kannst Rahmen und so abschießen irgendwie. Die lassen, logischerweise lassen Rahmen Pesetas da, ist ja klar. Ne? Wie im realen Leben. Das ist schon damals bei Heinz Sielmann, hat man mit gesehen. Aber bei Fledermäusen, ich mach mal... Die sind... Batman ist komplett kugelsicher. Verstehe. Ja, ist alles klar. Gut. Jetzt wissen sie auf jeden Fall schon mal, dass wir kommen. Das ist auch schön. Hallo? Das ist so eine Beknackte mit der Axt, Alter. Das ist... Mann. Ja, da ist heute eben... Oh, hier ist eine Bärenfalle. Da war jemand nicht mit dem Abendessen einverstanden. Wo ist er hin? Okay, alles klar. Das Problem ist, der Typ hat eine Dynamitstange. Oh. Der Jute ist natürlich... Sollte man ihn gut erwischen. Okay. So, dann werde ich mich jetzt hier mal durch John wicken. Und sich selber das Ding in die Fresse hauen. Schön. Viel gut. Oh, hoppala. Nimmt kein Ende. Stopp mal, ohne das, ohne das, ohne sowas. Oh, 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 oh. Alter. So kurz mal mit dem Messer gepiekst. Alter. Die halten aber auch eine Menge aus. Ja, ja, sobald die erst irgendwie durch diese Las Plagas so ein bisschen verwandelt worden sind. Ist sowieso schlecht. Nachladen. Alter. Bada bum. So, okay. Ich glaube, wir haben das Area safe. 9500 Pesetas. Das sieht doch erstmal gar nicht mal schlecht aus. So, also munitionstechnisch hat sich das nicht gelohnt bei dir. Ja, naja, gut. So, aber dafür ist Messer kaputt. Dafür ist der Messer kaputt. Ich hatte noch so ein Küchenmesser, wo ist denn das? Ist das schon, auch schon kaputt? Oder hab ich das, ist das schon ausgerüstet jetzt? Oh nein, ich kann nicht mehr, messern. Das ist aber scheiße. Bada bam, bada boom. So, dann gucken wir hier erstmal kurz rein. Klingt denn hier so nach Psycho-Scheiße?
Was ist denn das? Was ist das denn? Revoluse. Okay, und so eine Quietschpuppe. Interessant. War auch im Original nicht drin. Es ist auf jeden Fall die Figur von Ramon Salazar. So, hier ist zu, komme ich raus. Kannst du da in das, ne? Loch? Ja, kriechen? Durchkriechen? Oder? Ich. Nein. Achso, schade. Das geht leider nicht. So. Wo denn? Wo? Vorsicht, da war eine Bärenfalle. Also nicht da, aber auf dem anderen Weg. Die sind hier hinter. Und, was ist denn? Geht denn hier ab? Ah, Mann, Alter, nicht gesehen. Das ist ärgerlich. Und hier hört es doch piepsen. So, hier könnte ich sie vielleicht durchlocken, wenn sie mir folgen würden. Okay, hier komme ich auch nicht hoch. Aber da kommen sie bestimmt runter. Oh, und sie hat Dynamit. Ho! Holy, holy! Komm raus, komm! Werfen können die gut. Ja, die sind auch im Sport immer als Erste gewählt worden. So, okay, schön. Na, bitte. So, ich würde sagen, du hast jetzt 10.000 Pesetas oder mehr sogar. Und also ich hoffe mal, dass das gut viel ist. Also nee. Also ich glaube, okay. Den Zahn können wir uns schon gleich ziehen irgendwie. Also das, ich glaube nicht, dass das... Das reicht nicht. Uah. So, Benni, falls du hier irgendwelche blauen Medaillen siehst oder Medaillons, sag mal Bescheid. Mhm. So, hier ist Bärenfalle, die ist schon zugeschnappt, das ist ganz gut. So, hier können wir hoch. Klär da die App. Hoch mit uns. Und mal schauen, was die gute Dame hat fallen lassen. Ah, Munition, das ist gut. Schadam, Schadums. Und runter mit uns. Und jetzt gucken wir hier nochmal. Ganz vorsichtig. Pesetas, Pesetas. Okay. Ach, guck mal, was ist denn das? Nest? Okay. Okay, also auf Nester und sowas auch achten. Okay. Ach du Scheiße, Alter. Na gut. Okay. Ich geh mal kurz hier hinten lang. So, hier werden wir wahrscheinlich nicht reinkommen. Hier brauchen wir den Schlüssel. Ne? Kann ich gar nicht probieren. Das ist auch der gleiche Schlüssel, den wir für die Kirche brauchen. So, okay. Jetzt sind wir hier. Ach, schon wieder, Mann. Ey, was sind das für Altare? Also mit dem Schlüssel können wir echt einiges öffnen anscheinend. Hm. So, hier poltert's im Gebälk. Schauen wir mal. So. Oh Gott. Hier etwa? So, ja, ich würde es ja gerne auf. Ne, aber ich habe keine andere Wahl. I got no knife. Schön. Schlüssel. So, okay, wo ist die Sprengfalle? Hier. Was haben wir, eine hübsche Puppe? Ist doch überhaupt nicht gruselig. So, was haben wir da? Schrotflintenmunition. Achso, machen wir mal anders. Auf der 3. Und Nachladen ist ja nie eine schlechte Sache. So, was haben wir da? Ja. Das ist ein wunderschönes Bild. Da strahlt Lebensfreude an der Stelle.
Schön. Akte wurde zubereitet. Ach, guck mal, hier haben sie Meth. Haben sie das Klinitz Meth-Labor. Die Penner. Die spanische Version von Breaking Bad. Ja. Was ist das? So, okay. Ach, du hast mich gesehen, du Schwein. Alter. Ja. Jetzt schau mal aus, Freundchen. Hier wird nicht einfach auf den Boden rumgekloppt. Fadi hat lange gebraucht, um den tollen Boden zu verlegen hier. So fugenlos. So, schauen wir hier nochmal schnell. Aha. Wunderbar. Wir werden auch gleich nochmal in den Akten nachgucken, aber wir werden erstmal kurz schauen, wer hier sich unter dieser Falltür verbirgt. Niemals im Leben. Und schon eigentlich einfach so runterspringen. Ach, guck mal, jetzt haben wir plötzlich eine Taschenlampe wieder. Schön. Ah, okay. Ja, nee, hier ist alles in Ordnung. Komm hier auch hin. Oh Gott. So, wer ist diese Wurst hier? Etwas Feingefühl. Du sahst aus, als wolltest du reden. Wie aufmerksam, Senior. Egal, hast du eine Kippe? Weißt du, die sind dein wahres Grab. Oh, na gut. Dann mach mich wenigstens los, hm? Schön. Joder, nicht der Typ! Wer sind Sie? Stehen bleiben! Der Undertaker. Hier, damit kannst du fliegen! Und wir haben Kapitel 1 beendet. Wupp, wupp. Mit dem Menü Koffer anpassen wurde ein Talisman hinzugefügt. Was zur Hölle, Alter? Die Aufbereitung wurde eine Deluxe-Waffe hinzugefügt. Was ist denn was da? Was? X-Hilf erstmal. So, haben wir. Zurück. Aufbewahrung. Die Skull Shaker und die Sentinel 9. Achso, die haben wir mit der Deluxe-Version bekommen. Ich pack's aber erstmal ein. Ich bin voll. Voll bis unterdacht. Das schreit nach einer Sortierung, Freunde. Oh Gott. Ja. Was ist mit dem Messer? Können wir das Messer irgendwie reparieren? Warte mal. Herstellen. Nö. Kann man, warte mal. Vielleicht fehlen uns da noch die Zutaten oder wir können sie halt vielleicht nur beim Händler reparieren? Ja, vielleicht. Warte mal, okay. Koffer anpassen. Ah, also, den haben wir gekriegt. Wir haben den goldenen Koffer. Was macht denn der goldene Koffer das anders war, als der? Das sieht einfach nur anders aus. So, also wir haben den goldenen Koffer samt ausgeschlagen, ja, sehr okkad, sehr königlich, möchte ich sagen. Aber guck mal, die Dinger haben eigene Eigenschaften. Guck mal, die Fundorte für Geld steigt bei dem goldenen Koffer. Oh, nice. Was macht er? So. Stopp mal. Fundorte für Geld steigt und Fundorte für Schießpulver steigt. Ah, guck mal. Schönes Ding. Und mit der Basisvariante steigt die Fundrate für Pistolenmunition. Ach, das ist aber auch knifflig. Ja, das musst du jetzt sagen. Vor allen Dingen Talisman haben wir ja angeblich auch irgendwas bekommen, glaube ich. Also, bei der Munition ist 30% häufiger Herstellerbonus auf Pistolenmunition. Und bei dem Kraut, grünes Kraut stellt 15% mehr Gesundheit wieder her. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, ich würde tatsächlich erstmal ein bisschen links anbringen. Ach, krass. Hier kannst du an den Koffer ranmachen. Das ist ja geil. In der Mitte anbringen. Ja, cool. Schön. Ach, du kannst da mehrere Eigenschaften. Okay, das ist natürlich klasse. Das ist geil. So, ich würde tatsächlich erstmal der goldene Koffer. Wir brauchen Cash. Cash, Cash, Cash. Wollen wir erstmal Cash nehmen? Du entscheidest. Also wenn du sagst, Cash ist Key, dann... Chat, wie sieht's aus?
Wieso? Haben wir schon ein Resultat? Ja, sagen wir mal so, wir sind bei 50-50. Also wir haben 2-2, Gold und klassisch. Silber fällt anscheinend komplett außen weg, außen vor. Also, ja, weiß ich nicht, wenn du sagst Geld, weil Geld brauchen wir dann später beim Händler, ist schon wichtig. Beim Händler weiß ich ja, glaube ich, auch noch, dass du ja den Koffer kaufen, also hier Erweiterung kaufen kannst, ne? Damit du mehr Platz hast. Deswegen wäre wahrscheinlich wirklich Geld das Bessere. Dann machen wir das. Dann ist das Geld. Vielen Dank, lieber Chat. Und Space. Jetzt haben wir so goldene Köfferchen rumlaufen. So schön. Opferlamm. Du wirst den heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Was zum Teufel? Hey, sachte. Also Mann, wie heißt du? Leon. Das ist nicht viel. Ich bin Luis Serra. Und wie es aussieht, haben wir beide das falsche Hotel gebucht. Hey, lass das! Du tust mir weh. Und ich habe genug am Ende. Ich verstehe, was du vorhast. Nicht das erste Mal in so einer Lage, hm? Lass mich raten. Du suchst hier nach jemandem? Sag nichts. Vielleicht eine vermisste Señorita? Eine junge Frau? Rede. Jetzt. Schon gut. Sie sprachen davon, eine Señorita wegzubringen. Wegbringen? Wohin? Er weiß. Aber später habe ich sie jemanden zur alten Kirche zerren sehen. Mann, deinetwegen geh ich noch. Das hier liegen ist übrigens eine sehr perfide Art und Weise, wie damals Leute getötet worden sind. In China. Also und auch Vietnam. Irgendwo mit so einem Seil um den Hals und dann einfach gezogen. Hey, weil wo willst du hin? Patronen zu teuer waren. Nos vemos, amigo. Und wir haben einen Schlüssel. Oh ja, die Jacke. Das ist von Amin. Oh, der Moment ist da. Hurra. Jetzt ist nur noch Leon mit Nicky. Was zur Hölle? Alles ist weg. Ja. Und wir haben nichts mehr. Gut, dass wir unsere Bonuswaffen da reingepackt haben. Basis. Habe Baby Eagle lokalisiert. Baby. Offenbar wird sie in einer Kirche festgehalten. Gut, wir kommen voran. Die Info ist von einem Typen, den ich hier gerade getroffen habe. Luis Serra. Kam mir irgendwie verdächtig vor. Kannst du den mal für mich überprüfen? Wird erledigt. Ich kümmere mich drum. In der Zwischenzeit, geh zu dieser Kirche. Mach ich. Wird wahrscheinlich eh mal Zeit für eine Beichte. Condor One, Ende. Was ist denn hier? Geld's doch nicht alles Arsch? Manny, was geht denn hier ab? Der Arsch ist auf den Typen, auf den anderen Typen hier bezogen und wegen unserer Entscheidung. Weil Geld ist ja nicht alles. Nee, ist richtig. Aber wir werden halt sehr schnell merken, dass nur reine Pistolenmunition ohne alles ist. Wo ist denn jetzt dieser blöde Schlüssel, den er hat fallen lassen? Der hat doch gerade einen Schlüssel fallen lassen. War das nicht der Schlüssel, womit wir uns die Handschellen geöffnet haben oder so? Meinst du? Weiß ich nicht. Sah eher aus wie ein anderer Schlüssel, wo man sagen kann, hey, guck mal, das ist doch ein Schlüssel, mit dem ich irgendwo rankomme. Ich weiß nicht. Also, wo sind unsere Klamotten? Ich fühle mich so nackig nur im Shirt. Ja, aber der Chat will eigentlich noch mehr. Also ich sehe hier gerade von Sunshine, du musst nur noch das Shirt ausziehen und Bianca schreibt nur noch, du weißt, worauf Sunshine, ich noch wollte. Das sind alle wahrscheinlich vom Monitor so. Oh, schön.
Oh, wir haben hier ein Küchenmesser. Wunderbar. Messerangriffe. Sie können weitreichende Messerangriffe durch. Ja, guck mal, jetzt kriegen wir ein Tutorial dafür. Schön. Kapitel 2. Alles klar. Und ich habe keine Taschenlampe. Das ist ja schön. Oh, Ida. Ja. Stealth Kills. Ja. Hast du ja bis jetzt noch nicht gemacht, Stevie, ne? Also. Sieht auch wirklich übel aus, muss ich sagen. Also. Noch ein Küchenmesser oder was? Sie bewaffnet mit lauter Küchenmesser hier. Ein Koch oder wie? Aber selbst der Stealth Kill zieht ja anscheinend Haltbarkeit ab. Selbst das macht Damage. So, wenn ich jetzt hier gucke. Bitte, da ist ja mein Zeug. Ah, schön. Und ein Messer wieder. Das sieht gut aus. Will mein Zeug wieder haben. Ich wollte eine Jacke. Das Ding ist tatsächlich, er wird jetzt bis zum Ende des Spiels die Jacke nicht mehr anziehen. Das war's. Echt mit der Jacke. Nee. Okay. Ih, ist mal eine fette Ratte. Okay. Da ist einer. Dreht er sich nochmal um? Turn around. Nee. Der sieht mich doch 100 pro. Wirst du nie wissen, wenn du es nicht ausprobierst. Ja, ich weiß. Aber ich habe eine andere Taktik. Kannst du Messer werfen? Gar nicht. Nein. Ah, kann ich nicht rüberhüpfen. Attacke parieren. Okay, kennen Sie mich nicht mit Space, okay. Oh, okay, du machst es also mit deinem Messer. Ah, da bin ich schlecht drin. da machen wir uns ja nicht vor. Also, bin ich wesentlich besser am Parieren. Ich bin eher so nicht der so erfolgreich am Parieren. Aber probier es doch mal, weil das ist ja ein Tutorial und das legt es ja darauf an anscheinend. Er ist da! Ja, er ist da! Na los, mach doch, komm doch! Boom! Also guck mal! Ja, siehst du? Du spammst eigentlich, glaube ich, nur die Space-Taste, glaube ich, gerade, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe nur während des Parierens die Space-Taste gedrückt. Ah. So, Shabu. Küchenmesser. So ein Set von Küchenmessern. Was? Also. Schön. Diese hässliche Ratte. Warte mal, ich würde gerne nochmal kurz hier im Ofen nachgucken. Klingt jetzt bescheuert, aber. Muss mir auch keiner was erzählen. Ich weiß doch, wo die Klunker liegen. Doch. Habt doch alle Teile gesehen hier von Ocean. So, was haben wir hier noch? Pistolenmunition. Wunderbar. Die kann ich werfen. So, jetzt müsste ich auch hier vorne zu meinem Zeug rüberhüpfen können, ne? Nicht. So, die Stealth-Angriffe waren mir tatsächlich ein bisschen lieber. Oh Gott, hier ist doch... Nein, hier... Oh je. Sag mal, wie das ist. Der Boden sieht nicht so aus, als wenn er irgendwie Feuer fangen dürfte. Da ist er, da kommt er. Ninja! Ich will doch nur mein Zeug zurück. Hallo? Das ist ein Rädchen. Okay. Gedrückt halten. Oh nein, muss rennen, ne? Ach. Ja, wovon sagt mir, dass sie jetzt schon wieder zu ist? Nein, Muse! Ah, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! So eine Scheiße!
Ach, toll. Ja, na gut, jetzt ist ja die Bärenfalle ausgelöst. Jetzt schön. Ach. Mist. Aber jetzt wird's was. Bin guter Ding. So ein Quatsch. Ich weiß nicht, warum man sowas noch initialisiert in so einem Spiel. Das ist doch... Das ist doch so 1990. Rüber! Ja, rüber! Für die Junge! Für Retro. Guck mal hier, siehst du, ich schaffe einen Füße. Ja. Zaba! Bam! So! Sehr schön. Ich hab mein Zeug wieder, ich freu mich. Sorry, aber das gehört mir. Oh nein, ich kann nicht mehr nehmen. Na gut. Dann müssen wir jetzt erstmal kurz hier mal ein bisschen tricksen. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir können auch sagen, warte mal, hier, stopp. Herstellen. MP-Munition, Gewehr-Munition. Ja, es ist, ja, aber die MP kannst du ja noch nicht herstellen, weil da fehlt dir anscheinend anderes. Ja. Dann machen wir ein bisschen Flintenmunition. Und können wir... Ne, hier können wir nichts mehr machen. Alles klar. So, dann möchte ich das hier mal kurz ein bisschen ordentlich haben, weil das sieht ja aus wie Kraut und Rüben. Jetzt geht's wieder los, Chat. Oh. Ist ja das, was Benni so ja nicht ab kann. Ordnung. Im ganz groben Sinne. Ordnung. Ja, aber du fängst jetzt, glaube ich, auch gerade wieder an, ne? Heilung oben, Munition wieder anders zu positionieren und so. Und ja, na klar, ich brauche ja eine Übersicht. Ich brauche eine Übersicht. Ich muss ja irgendwie sehen, irgendwie was los ist. Außer den Hacker von Herrn Junger das Spiel gekriegt. Ja, das ist das, ne? Gute. Das Gute. So, zack. Oh, guck mal, wie schön das ist. Ja, super, ist ein Traum. So. Klingelingeling. Klingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Diese 257 ist auch bei mir. Chaos ist die beste Ordnung. Ja, ich weiß, ja, genau, ja. Aber warum, warte mal, bevor du jetzt hier rausgehst, warum konntest du eins der Granaten sortieren und ein und zwei sind einzeln. Kannst du die nicht noch übereinander legen? War die stackbar? Da stand auch nur vier dran, oder bin ich blind? Handgranate? Also oben steht doch bei der Ding steht doch vier, oder? Ach so, oder die sind ist die vier so, die Messer vier. Gemeint? Nee, die ist auf vier gesetzt. Ach, die ist auf vier gesetzt. Kurzfalltaste vier. Ja, okay. That's the reason why. So, und hier fehlt uns jetzt der Schlüssel. Kommst du denn nochmal zurück zu dem, wo du eingesperrt warst? Na, eigentlich müssten wir. Bin ich der Meinung, aber... Ah. Hier drüben, Fremder. Oh, schade. Hätte nicht die englische Stimme. What are you buying? Stranger. Dann lass uns mal zum Geschäft kommen. Halt. Okay. Willkommen. Also ein Exhibitionist. Der Händler. Beim Händler können Sie mit Pesetas Waffen unter Bektor erwerben und sie gegen Peseten verkaufen. Sie können außerdem Ihre Waffen und Ausrüstungen verbessern. Aufträge des Händlers. Sobald eine Aufgabe erledigt ist, die Sie über einen blauen Auftragszettel angenommen haben, können Sie sich Ihre Belohnung beim Händler abholen. Ich wusste, auf dich kann ich zählen. Sehr schön. Wir haben 3 Spinell bekommen. Ich hab was Neues für dich, Partner. Okay. Show me. Können wir denn irgendwas verkaufen bis jetzt erstmal? So, benutze wichtige Objekte. Wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben, können sie an den Händler verkaufen. So, Häkchen oben heißt, den können wir verkaufen oder was? Also Häkchen heißt, das Ding brauchst du nicht mehr, genau. Schlüssel zur Jagdhütte. Ein Häkchen dran, ne? Ja, ist nicht. So, die Seidenkristalle können wir auf jeden Fall erstmal verkaufen. Nee, warte. Geh mal nochmal kurz auf Tauschen. Guck mal. Weil, sind es die Seidenkristalle oder sind es andere? Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob es Seidenkristalle oder die Spinelle sind.
Weil wir haben 3 Spinelle bekommen, irgendwie durch den Auftrag. Ah, nee, dann sind es die Spinelles, okay. Das ist schwierig. Weil wir haben ja nur 2 Seidenkristalle. Deswegen, also wenn du sagst, wir haben 3, dann passt das ja nicht. Was es uns wert ist. Können wir denn das Messer hier verkaufen oder reparieren? Das wäre mal interessant. Bestimmt bei kaufen oder tunen? Reparieren. Oh, 4000, Alter! Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. 4000? Kannst du denn das Messer tunen mit wegen Haltbarkeit oder so? Waffe vergleichen. Nee, sehe ich jetzt erstmal irgendwie nicht. Also wahrscheinlich müssen wir es erst reparieren und dann können wir es tunen. So ach wie hier, ne? Erst dann können wir darauf zugreifen. Okay. Ah, das aber. Die Sentient in 9, das ist ja die neue Waffe, ne? Die haben wir noch gar nicht im Einsatz gehabt. Magazingröße ist immer sehr, sehr cool. War nochmal die alte? Sehen wir gar nicht mehr. Angriffskraft. Hä? 10.000 die alte sehen wir gar nicht mehr. Die alte haben wir doch noch. Die hast du doch noch ausgestattet, oder ist die. Nee, die alte Waffe habe ich quasi in unser Pausenmenü gelegt. Ah, okay. Zwischen den Kapiteln können wir darauf zugreifen. Aber ihr seht zum Beispiel hier 1000 Pesetas, einfach nur ein Gebiet nach vorne, ein Waffenupdate irgendwie. Und ihr seht, wie wichtig die Kohle hier ist. Alter, krass. So, können wir denn hier irgendetwas... bevor... Stirb mir da draußen. Nicht. Schau nochmal, wo sind die Schätze? Hier sind die Schätze, ne? Können wir jetzt einfach sagen... Edelstein. Ach, da siehst du auch, ob der wichtige Gegenstand noch benötigt wird. Ich habe gerade oben gesehen am Schlüssel, dass da der Haken dran ist. Nee, den musst du wahrscheinlich als zweites reinpacken. Du brauchst erstmal so einen viereckigen. Und die anderen haben wir noch nicht. Okay. Oh, die geben unterschiedlich Pesetas. Hast du das unten gesehen bei dir? Ja. Was bringt denn am meisten Kohle? Der rote oder der blaue? Gute Frage. Kann ich jetzt hier nicht mehr so sehen, tatsächlich. Okay, also wir würden jetzt für die Halskette, obwohl sie noch nicht voll ausgebaut ist, 19.800 Pesetas bekommen. Ja. Ja, da würde ich aber warten, bis wir die, glaube ich, voll ausgestattet haben. Ja, absolut. Ich würde die Seidenkristalle verkaufen, weil die sind halt wirklich eine spezielle Art von Amethyst. Wie sie in dieser Region abgebaut wird, lässt sich sicher verkaufen. Okay, also die werden noch nirgendwo eingesetzt, von daher. Let's do it. Ein hervorragender Deal. Ja, Kampfmesser, es ist wirklich, also bei dem Kampfmesser, das ist bitter. Oh, wir können das Ei verkaufen. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ja, hast du auch recht. Bolzenwerfer, was können wir denn überhaupt kaufen? Wir können denn ein Scharfschützenwerk kaufen. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Erste Koffererweiterung wäre auch schon ziemlich geil. Ich glaube, Koffer ist Key, oder? Koffer ist Key? Naja, im Sinne von Koffer ist super wichtig. Dass man eigentlich immer versuchen sollte, soweit wie es möglich ist, einen Kofferplatz zu kaufen, weil ansonsten musst du Sachen halt liegen lassen. Richtig, genau. Also, ich persönlich tendiere immer zu einem größeren Koffer, weil ansonsten haben wir zu oft Pausen, wo ich umsortieren muss, damit irgendwas passt. Ja, das wird so oder so kommen. Also, da mache ich mir nichts vor. Ich würde den Koffer kaufen. Ein bisschen mehr Platz hat noch niemandem geschadet. Genau die richtige Größe für dich. Ach, du kannst auch hier Rezepte kaufen. Ja. Also Rezepte ist mir auch neu. Was kann ich für dich tun? Ich gehe nochmal ganz kurz in Tuning rein. Und hier war ja die Magazingröße. Eine gut vielleicht noch mal eine Sache. Eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. 3 Kugeln mehr. Auch nicht schlecht. Hier kriegen wir eine mehr nur rein. Bei der abgesägten? Würden wir 3 reinkriegen, aber wir haben auch keine 8000. Achso, okay. Ah, ich würde auch gerne wie heißt die? Die Skull Shaker würde ich auch gerne mal erstmal in Aktion sehen, bevor wir da irgendwie Geld reinstecken. Okay, pass auf, ich mach's mal so. Wir gehen mal erstmal raus. Kann ich sonst kommen? Jederzeit wieder. Come back anytime.